σχέση με τους υπολογισμούς. Also ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das machen soll, tatsächlich. In diesen 10 Minuten. Ich dachte, das mit den Hühnern ist halt super lustig. Lärmeraufgabe geschafft. Machen wir gleich noch eine Rauchbombe hinterher. Augenblick! Nein! Was? Moment. Hey, was geht schlecht für dich? Für mein Wurfmesser. Mein Wurfmesser! So. Da haben wir noch ein paar auf dem Haufen. Da hinten. Da könnte man noch eine Rauchbombe werfen. Das Ding ist wahrscheinlich... Kriege ich die ganzen Trophäen auch einfach so, wenn ich normal weiterspielen würde? Das war ja lustig, wie ich über den drüber gesprungen bin. So. Da drüben, aber das ist, glaube ich, auf der anderen. Ich habe irgendeinen Schlüssel geklaut. Die sind. Da ist ein Hornträger. Oh. Hier ist eine Kiste drin, die können wir gleich noch looten. Aber durch die Tür komme ich nicht rein, hier ist ein Schloss davor. Was genau sieht der jetzt gerade? Ach so, den da. Tschüss. Der ist weg. Oder was ist der? Warte. Der hat da gar nichts mitbekommen. Deine Stunde ist gekommen. Okay.
Okay, Rauchbomben. Brauche ich anscheinend ein paar mehr. Was ist hier? Na gut. Fallen habe ich, Lärme habe ich. Es fehlen wirklich jetzt noch die Rauchbomben. Und mit den... mit den Wurfmessern muss ich noch mehr Leute töten. Das ist jetzt 5 geworfen. Ja, also ich muss eine gewisse Anzahl an Wachen, glaube ich, damit treffen. Warte, könnt ihr auch hier wieder gucken. ...20 Wachen Rauchbomben aussetzen. Wie viel hatte ich jetzt? 10? Blaspfeile könnten wir auch noch machen. Und ein paar mehr Leute schlafen legen. Sind zwar nicht mehr viele da. Aber die, die noch da sind, sind bestimmt müde. Bis 15. Okay, dann dürfte ja nicht mehr viel fehlen. Kannst du hier nicht rüber? Er lässt sich ganz schön bitten heute, der Herr hier. Muss eigentlich wieder an meine Stelle zurück mit den Fenstern. War das hier? Nee. Wo bin ich denn erst hoch? Ich habe vorbeigeschossen, oder? Wie er einfach im Sprung eingeschlafen ist. Nice, geschafft. So.
Fehlen jetzt nur noch die Rauchbomben. Na? Wenn mich nicht alles täuscht. Bleib stehen! Welcome back, Mary. Hier ist Stadtmauer, hier ist Sperrgebiet. Okay. Ich gehe jetzt meine Vorräte wieder auffüllen. Damit ich beim nächsten Mal noch die Rauchbomben. Aufgabe fertig machen kann. No, I do not have a Discord server. I had one, but I have no longer. Kann ich nicht bei dir kaufen? Hallo? Herr Händler, ich möchte gern bei Ihnen kaufen. Frieden, Sadiq. Jetzt. Sei willkommen, Said. Was gibt es heute bei dir? Sieh dir meine Auslage an. Es ist immer gut, Zeit in die Ausrüstung zu stecken. Er hätte... Die kann man immer brauchen. Diese Bauteile, aber... Ich kaufe erstmal hier alles ja, nach. Ja, ist gut. Das richtige Werkzeug ist sehr wichtig. So, jetzt fehlt mir wieder was für deine Ausrüstung aufwerten? Schlimm. Hast du, was du brauchst? I do not need emotes, Mary. I'm not an affiliate, so I do not need emotes. Auf ein andermal. Friede sei mit dir. Ich heile mich mal und kaufe noch einmal nach. Sei eine Heilung. Schön, dich zu sehen. Schauen wir mal, was du hast. Sieh dich um. Brauchst du was für deine Ausrüstung? Verkauft. War das jetzt mal alles? That's good to know, but I do not have a plan to become affiliate, so I will not need emotes in future as well. So. And no, I do not like VTubing. I do not like to do. So I'm happy without a cam or something. If others do VTubing, that's fine, but not for me. Okay. Gibt's noch eine Trophäe, die ich ganz schnell machen kann? Gewinne alle Trophäen. Das kann ich bestimmt ganz schnell noch machen. Schade ist, dass man hier nicht den Fortschritt sieht. Oder sehe ich den... Ja. Weil irgendwann, weiß ich nicht mehr, wo ich schon Münzen ausgegeben habe. Ja, okay, aber hier sehe ich auch keinen Fortschritt. Schade, es gibt
Trophäen oder es gibt Spiele, da siehst du bei den Trophäen, wie viel du davon schon hast. Also ich muss noch einmal den Munadi bezahlen, das weiß ich. Ich habe heute zweimal bei ihm bezahlt. Hier, Adlerwille. Überlebe 10 Minuten im offenen Kampf. Stimmt, bei Steam wird auch meistens mitgezählt. Gerade auch bei DVD und so. Aber ich weiß nicht, ob das eine Sache ist vom Entwickler, ob der das halt implementiert oder nicht. Aber es gibt Spiele, da kriegst du Fortschritt angezeigt, aber hier nicht so. Diese 20 Gerüste zum Einsturz bringen. Ich weiß nicht so richtig, wie ich einfach diese Gerüste finden soll, die man einstürzen lassen kann. Gibt's aber bestimmt eine Map oder so, die dir das anzeigt, wo du Gerüste findest. Die sehen dann ungefähr so aus, würde ich sagen. Wir waren ja vorhin an diesem Schiff mit den Hühnern. Dort habe ich auch ein Gerüst eingestürzt. So müssen die aussehen. So unscheinbar. Deswegen. Was ist hier los? Ich glaube, das wird schwer, die zu finden. Ja, du hast dann so eine Auswahloption dran. Also du erkennst die Gerüste, die du einstürzen kannst, weil du da ein Symbol dran hast, quasi welche Taste du drücken musst. Aber du musst die Gerüste ja trotzdem erstmal finden und das ist eher das Problem. Das heißt halt, du kannst die Gerüste ja nutzen, um zum Beispiel zu fliehen, ne, wenn du verfolgt wirst. Du findest so ein Gerüst, gehst dort hoch und machst es dann hinter dir kaputt, kommen die dir halt nicht hinterher. Aber finden wir so ein Gerüst. Ich bezahle den Musiker jetzt nicht, weil ich glaube, ich komme sonst echt durcheinander. Na, wartet, ich mache mir jetzt hier echt eine Stricheliste, wie oft ich wen schon bezahlt habe. Also, Munadi habe ich schon zweimal. Söldner einmal. Dann gibt es noch Musiker. Was war das andere? Händlergruppen. Wo auch immer Händlergruppen sind, woran auch immer ich die erkenne. Schwebt hier was im Tor? So, das ist. Man hat nur die Bänder nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich muss ich das mit den Gerüsten mit einer Karte machen. Weil sonst suche ich und suche ich und suche ich und suche ich. Okay, aber wir sind ja ein bisschen vorwärts gekommen. Wir haben jetzt nicht so viel Story gemacht heute.
Aber wir haben ja gehört, es dauert sowieso noch ein bisschen. Entschuldigung. Dann machen wir hier morgen weiter. Mit dem hier und dann hier den hier noch. Und dann kommen wir wahrscheinlicher in diesen inneren Kreis. Das Ding ist, ich habe mich halt, glaube ich, gespoilert. Ich glaube, ich weiß, was im Finale passiert. Ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen will ich es auch eigentlich gar nicht wissen, was das Finale ist. Aber ich glaube, ich wurde auf YouTube durch ein Thumbnail gespoilert. Ich hasse es. Ich hasse YouTube dafür. Das ist aber genau das Gleiche, dass ich auch zum Finale von Spider-Man 2 schon gespoilert bin, obwohl ich es nicht mal gespielt habe. Alles dank YouTube. Mit diesen dummen Thumbnails. Ja, also ich glaube, ich weiß das Ende der Geschichte. Aber ja. Ich lasse mich trotzdem in Anführungsstrichen mal überraschen, was da noch passiert. Ja, ich bin morgen nochmal da. So wie es im Streamplan steht. Weil ich am Mittwoch ja Feiertag habe. Und dann dachte ich mir, dann kann ich auch morgen Abend nochmal 2 Stündchen, 2,5, so wie heute streamen. Sollte es mir morgen wundersamerweise wieder Paletto Tutti gehen, können wir auch 4 Stunden draus machen. Aber das entscheide ich dann morgen. Aber ich will auf jeden Fall morgen ein bisschen weitermachen. Ja, dass wir früher oder später... Ups. ...zum Finale kommen. Wir haben Mittwoch, den Feiertag, wofür wir bezahlen. Sachsen ist das einzige Bundesland, was einen Feiertag hat, wofür es Steuern zahlt. Also ich zahle Steuern und Abgaben für diesen Feiertag. Der ist Mittwoch, das ist der Buß- und Wehtag.